allererste Hero SBC des Jahres ist draußen. Und im heutigen Video werdet ihr erfahren, ob sich die SBC lohnt oder nicht. Wir werden uns gleich über 10 Hero Packs anschauen. Davor, Freunde, müssen wir uns mal ganz kurz anschauen, was können wir daraus überhaupt ziehen und was kostet die Hero SBC. Ihr seht schon oben links, Max 87 Hero Upgrade. Wir können also nur Heroes ziehen, die maximal eine 87 haben. Hier habt ihr mal eine Grafik mit jedem einzelnen Hero, den man daraus ziehen kann. An der Zahl sind das insgesamt 37 Heroes. Die SBC kostet nicht mal 80.000 Münzen. Und von den 37 Heroes sind gerade einmal 16 Heroes unter 80.000 Münzen wert. Theoretisch haben wir hier also 21 Ws und 16 Ls. Das Pack sollte sich also lohnen. Ob es auch wirklich so ist, erfahrt ihr jetzt im Video. Bevor wir das Hero Pack aufmachen, nochmal schnell Weekend League Rewards durchknallen. Das war meine erste Weekend League. Letzte Woche war ich ja in Deutschland. Schämt euch, EA. Schämt euch, Alter. Schämt euch. Okay, rein da. Jungs, Hero Pack. Bitte gönnt. Macht kein Auge. Macht kein Auge. Macht die Augen zu, bitte. Ey, dieser Ricken, der ist so ein Bastard, ne? Der verfolgt mich jedes Jahr. Ich hatte den letztes Jahr in meinem Vorbesteller Hero Pack. Warum? Warum? Ich hab dir nichts getan. Double Walkout! Ruhe! Sick Adam, Digga. Das ist krass. Lars, verkauft die ÜV fürs Doppelte. Das ist krass, Chat. Die sieht aus wie ein Huch. EA, ihr könnt mich jetzt... Sie lassen mich liegen. Sie lassen mich genauso liegen. Sie lassen mich liegen, Chat. Sie lassen mich liegen. Rice? 2 Sterne Weakfoot, Alter. 3 Sterne Weakfoot, 2 Sterne Skills. Behält beim Dribbling im Lauftempo eine außergewöhnliche enge Ballkontrolle. Rice mitnehmen? Was kostet der? Okay, wir gehen rein, Jungs. Ins zweite Basis-Hero-Pack. Komm, EA. Bitte was Besseres als bei mir. Polen? Torwart. Nein, Dudek. Oh, es hätte Smolarek sein können und Smolarek wäre ein Big W. Costa Quanta, Dudek. Preisvergleich. Arsch. Okay, wir gehen rein. Drittes Pack, LV Spanien. Das müsste Cap de Villa sein und damit ist das unser erstes W. Also der war zumindest letztes Jahr krass. Aber es war letztes Jahr seine WM-Karte, die krass war. Aber nicht so krass wie seine WM-Karte letztes Jahr leider. Max 87 Hero Pack Nummer 4 oder 5. England. RF. Das müsste Cole sein. Wenn es nicht noch 9 gibt. Yes. Joe Cole. Schöne Sache. Einer der besseren sogar. Sehr, sehr krass. Mit 4-4 und den Werten auf der 10. Was hat er für Playstyles? Boah, er hat das R1-Dribbling. Das ist ein Brett. Der kostet safe viel. Ja, 250. 260, 270. Nehmen wir mit. Nimmt man mit. Sehr krasse Karte. Ich glaube, der lässt sich in-game richtig gut spielen. Vor allem auf der 10. Mit diesem R1-Dribbling. 4-4. Baba-Karte. GG's. Ist ein bisschen Risiko dabei. Der Mann war süchtig, da haben die Finger gekribbelt. Er hat schon aufgemacht. Mac, wer ist das? Mac, ach, scheiß drauf. Okay, Tschechien, ZOM. Eine sogenannte Arschritze. Ja, nicht mal so schlechte Werte, muss man sagen. Oh, 600k, dem Bruder geht's gut, ja? Kannst aufmachen, ja, Paul. Viel Erfolg, mein Lieber. USA, oh nein, ein Krater. Ist Donovan LM? Oh, wer ist das? Beasley. Woher kommt denn der jetzt? Der ist geil, den kann man auf LV zocken. Boah, auf LV wäre strong. Zeig mal Nebenposition und Skills. Wenn er zwei Füße hat, ja, 3-4, LV. Digga, der hat 4 Sterne Weakfoot, kann Linksverteidiger spielen. Also ich würde den zocken auf LV. Oh, es passt genau. Es reicht genau für eins. Ein zweites Hero Pack auf dem zweiten Account. Nicht nochmal durchbrechen. Wäre nicht korrekt.
Es gibt echt wenig gute Stürmer dieses Jahr, ne? Jetzt kommt Alouayra. Ey, jetzt Real Talk. Was soll ich machen, wenn ich jetzt wirklich was Gutes ziehe? Stell mal vor, ich ziehe wirklich hier einen guten. Dann ist der Account unberechenbar, weil ich habe hier eine Icon gezogen. Wenn ich hier jetzt noch einen krassen Spieler aus dem Hero Pack ziehe, was soll ich machen? Ich verrecke, wenn jetzt ein guter kommt. Ich schwör's euch, ich kratz ab. Danach ist over. Danach nochmal Krankmeldung, 2 Wochen. Wegen FIFA-Pack. Komm. Nein. Nein! Nein! Das machen die nicht mit mir! Das machen die nicht mit mir! Guck mal, was für einen Hass die auf mich haben. In Kanada, was für einen Hass die auf mich haben. Nochmal kurz zur Wiederholung. FIFA 23, allererste Hero SBC, Ricken. FC 24, allererste Hero SBC, Ricken. FIFA 24, allererste Hero SBC, auf dem 2. Account, Ricken. EA, ihr könnt euch den 8. Ich bin so schon auf 2 HP, wegen Rona. Und EA tritt weiter nach. Ich dachte, einem Mann, der auf dem Boden liegt, reicht man die Hand. Hat doch jemand ein Hero Pack? Football. Bin geht wieder. Okay, in was können wir investieren? Könnte im Hype ein bisschen steigen. Jayco ist schon zu sehr gestiegen. Bonucci ist ein heißer Kandidat in meinen Augen. Ist ein gut aussehender Kandidat auch. Ich habe eigentlich so aus Joke Corona-Test gemacht. Hat der Hero? Ach, der hat ein Hero-Pack. Ich dachte, er hat einfach so einen Hero-Card gezogen. Mostovoy. Und ich glaube, der Mann ist gut. Der hat nämlich dieses R1-Dribbling als Trade. Ich habe gegen Musiala die Weekend League gespielt. Der hat ja auch diesen Trade. Ey, das ist so bodenlos. Es ist so schwer, das zu verteidigen. Die können das so schnell machen, dieses Dribbling. Wow. Was kostet der Mann? Costa Quanta? Nur 40? Boah, ich hätte gedacht, ein bisschen mehr wegen dem Trade. Ich dachte selber, ich habe aus Spaß eigentlich einen Corona-Test gemacht. Ich dachte, gibt's eh nicht mehr so. Also, auf den, ne? Haben mich die Bameningons angesteckt in London. Ich schwöre, London ist voller Bameningons. Also, ich glaube, ich gehe nur in Bonucci rein. In keinen anderen. Balde für 3,7. 3,7, Chat. 3,7. Er kostet nicht mal 700 Münzen. Frag mich nicht, wie der weggegangen ist. Frag mich nicht. Es ist UV. Bei UV stellt man keine Fragen. Bei UV macht man einfach. Wieso ich mich nicht an die teuren Karten rantraue? Also ich kann mir safe vorstellen, dass so ein Lewandowski nochmal weiter steigt. 500 wird er locker knacken, glaube ich. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist vor EA. Dass die irgendein Pack bringen, irgendein Fail bringen, irgendeine SPC rauskommt und dann auf einmal alle Rot- oder Knockout-Karten fett sinken. Deswegen gehe ich aktuell nur in Bonucci rein. Vielen Dank für die gute Besserung. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Jungs. Lasst dem Mann schöne Grüße da. Wir sehen uns morgen wieder. Kuss, Kuss.